Hallo, grüße euch. Ich bin der Pitt und herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute sprechen wir über das Thema Paraguay Hausbauen. Ich habe noch andere Filme drüber gemacht, aber ihr könnt einfach mal sehen, wie man es macht. Und ich sage euch auch zum Schluss des Videos, welche Möglichkeit man grundsätzlich in Paraguay hat, ein Haus zu erstellen. Also bleibt bis zum Ende, bleibt dran, wir sehen uns. So, also wie man sehen kann, der Außenputz, der ist schon fertig, die Dachrinnen sind auch schon fertig gemacht. So, das ist also die Eingangsseite hier. Da kommen natürlich noch die Türen und die Fenster. So, da kann man auch die beste Wasserwaage der Welt sehen, ja? Das ist top, es wird immer benutzt und vor allem es funktioniert. So, hier kann man auch einen Außenputz sehen. So, ich will ja jetzt nicht ganz rausgehen, weil sonst werde ich komplett gegen die Sonne filmen. Und das wäre logischerweise nicht so toll. So, jetzt gehen wir einfach mal rein. Schauen wir uns hier der Eingangsbereich. So, auch in der Mode. So, die runden Türen. So, die, wie gesagt, der Putz ist schon fertig. Auch der Innenputz, wie man sieht. So, und hier kommen wir in den Wohnzimmerbereich. Mit Kochnische, also wie gesagt, das Haus wird ja auch von innen gestrichen, dann kommen natürlich noch die Fliesen, Fenster, Türen, wie gesagt, und so kleine Aussichtsterrasse. So, jetzt sieht es man besser. Ja, müsste wieder die Einstellung am Handy ändern, aber so, jetzt sieht man es auf jeden Fall besser, ja? So, hier noch auch komplett verputzt. Es wird natürlich oben auch noch gestrichen und die Wände logischerweise auch. Und da. So, jetzt sieht man es auf jeden Fall besser. Tolle Aussicht mit den Kokospalmen. Herrlich, also das ist für mich immer ein Top-Ausblick. So, also viele fragen mich ja auch von euch, wie baut man denn am besten? Und dazu werde ich also auch ein paar Sätze sagen, weil wie gesagt, es gibt natürlich einige Möglichkeiten. Also das zum Beispiel kann man ja gerne nutzen, wo man, sage ich mal, den Architekten bzw. einen Bauingenieur beauftragt und die komplette Leistung, in diesem Fall auch schlüsselfertig, dem Architekten bzw. auch dem Bauingenieur überlässt. So, das hat natürlich wie jede Lösung natürlich Vor- und Nachteile. Also die Vorteile sehe ich vor allem darin, dass man natürlich in Ruhe sich zurücklehnen kann und die Leute arbeiten lassen kann. Und man hat auf jeden Fall alles schlüsselfertig.
Das funktioniert sicherlich in diesem Fall, also sage ich mal im Fall, wo, sag mal, die Reise, ja, es gibt also gewisse Reiseeinschränkungen. Und okay, man kann es natürlich uns oder auch den Architekten beauftragen und sagen, pass mal auf, Jungs, macht das alles schlüsselfertig. Man macht natürlich auch den schlüsselfertigen, also Komplettpreis fertig, unterschreibt einen Vertrag und das Haus wird schlüsselfertig erstellt. Da sind natürlich die Vorteile, wo ihr logischerweise nicht dabei sein könnt oder wie gesagt, wie in diesem Fall, es gab einfach gar keine andere Möglichkeit. Also, man kann es natürlich das Haus auch vorbereiten lassen und schlüsselfertig erstellen lassen. Also von daher gibt es schon genügend Vorteile. So, nichtsdestotrotz, man hat natürlich auch die zweite Möglichkeit, wenn man schon vor Ort ist, ja, kann man selbstverständlich einige Sachen alleine machen, ja, beziehungsweise einige Gewerke rausnehmen aus der Leistung. Das heißt also, sage ich mal, zum Beispiel, ihr erstellt oder lässt ihr einen Rohbau erstellen. So, also mit dem Dach, mit den Fundamenten, also das Sicherste, es ist von Fachleuten gemacht worden und ihr könnt in Ruhe weiter alleine arbeiten. Oder ihr könnt natürlich die Handwerker auch vor Ort nehmen und eventuell auch Geld sparen. Wobei, wie gesagt, man muss natürlich auch dazu eins sagen. Sorry, wenn man sich zum Beispiel nicht genug auskennt in der Baubranche, ist es natürlich schon etwas schwieriger. Ja, man kann zwar jeden Tag an der Baustelle anwesend sein, aber wie gesagt, wenn ihr natürlich keine Ahnung habt, ist das so eine Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in manchen Fällen auch auf den Dörfern haben die Leute natürlich keine Ahnung von ordentlichen Arbeiten. Ja, also das, was, sag mal, für euch, für mich oder für dich oder da hinten auch vielleicht auch für dich ordentlich ist, kennen die gar nicht mehr. Ja, und sagen, Mensch, was willst du ja? Und ja, ich habe es gemacht, also du musst es bezahlen. Und da entstehen auch, habe ich oft festgestellt, da entstehen auch gewisse Probleme auf dieser Basis und auf der Basis. Deshalb, man sollte sich das gut überlegen und wenn natürlich auch nicht so viel verlangen, vor allem in den ländlichen Gebieten. Ja. In den Großstädten wiederum ist es andersrum. Okay, man hat mehr Ahnung, aber natürlich die Preise sind etwas höher, beziehungsweise auch wesentlich höher. Und da sollte man auch die Qualität, also dementsprechend die Qualität auch erwarten. So, und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass man sich eine Skizze macht und sagt, okay, Pitt, ich baue ja auch selber. Ich habe eine Ahnung und mache das. Klar ist das auch eine Möglichkeit. Ihr müsst aber bei dieser Gelegenheit auch berücksichtigen, dass ihr im Prinzip die hiesigen Materialien gar nicht mehr kennt. Ja, gewisse Sachen werden auch anders gemacht. Ich möchte bewusst nicht sagen, besser oder schlechter. Ich sage nochmal, einfach anders. Und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ja, also ich kenne auch Leute, die sagten, okay, bitte, ich mache alles alleine und bauen bis heute und das ist schon 5 Jahre her. Kann auch passieren. Also von daher, man sollte vielleicht eine Mischung, ja, das heißt aus Fachkräften und aus Eigenleistung, vielleicht das mal in Frage stellen. Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, ich habe, also ich sage nicht direkt 2 linke Hände, aber von Handwerker habe ich nicht so viel Ahnung. Deshalb, in meinem Fall habe ich gesagt, komm, machen lassen. Aber ich habe auf jeden Fall alles beaufsichtigt. Ich hatte schon mal Ahnung von Deutschland aus, wo ich zwar im Vertrieb gearbeitet habe, aber trotzdem logischerweise auch Ahnung hatte und habe von der Ausführung, also von der reellen Ausführung direkt vor Ort. Also, einfach an euch gewisse Überlegungen machen, sich überlegen, soll ich nicht machen und auf jeden Fall nach Paraguay kommen, was jetzt relativ einfach sein wird. Also in diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, wie immer, unten bitte in den Kommentaren stellen, am besten
auch WhatsApp-Business nutzen und das Video auf jeden Fall teilen. Also ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen und bleibt gesund auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.